So Leute, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Ich bin der Zwergfürst und ich habe für euch da was gefunden. Ihr seht es schon, ich werde heute versuchen, Kristalle zu züchten. Das habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen und dachte mir, ich versuch's mal, das Experiment zu vollziehen, das Experiment durchzuziehen. Ja, wir werden uns das Ding gleich mal anschauen und mal öffnen und ja, los geht's nach dem Intro, würde ich sagen. So, öffnen wir mal die Kiste hier, schon ein bisschen geöffnet. Hier hinten steht übrigens auf, wo stand es hier, da hält eine Chemikalie, die als gesundheitsschädigend eingestuft ist. Lies die Anweisung vor Gebrauch. Wird schon schief gehen. Ich habe schon mal eine Schutzbrille. Chemiker Zwergi geht auf ins Abenteuer. Au! Ich sollte, glaube ich, mal die Brille abnehmen darunter. Das sehe ich aber nicht mehr. Die passt, glaube ich, nicht so richtig. So, Schutzbrille ist aufgesetzt. Ich sehe fast nichts mehr. Hier ist die Anleitung. Könnt ihr mal laut vorlesen. Ich bin blind ohne Brille. Spitze, scharfen Ecken, irgendwas. Okay. Brauche ich nicht, ich versuch's so. Komm, krieg ich hin. Hier sind ein paar Chemikalien. Eine davon müsste irgendwie giftig sein oder sowas. Lebensmittelfarbe, okay, das ist schon mal nicht giftig, das kann man essen. Hier haben wir dann noch so ein Dingens. Okay. Schütt das mal hier aus. Nee, hier ist nichts mehr drin. Ganz zur Seite. Was auch immer das ist. Ein Becher. Das hier hatten wir schon. Und hier. Das wird doch diese. Ja, das ist diese. Gefährliche, in Anführungszeichen, Chemikalie in Verbindung mit der Anleitung verwenden. Okay, und was jetzt? Ich glaube, ich muss mir doch nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Schneide den Beutel mit Alaun-Kaliumsulfat. Bitte hier. Auf und schütte den Inhalt in eine saubere Marmeladenglas. Scheiße, wo bekomme ich jetzt ein sauberes Marmeladenglas her? Fuck. Moment, ich bin gleich wieder da. 12 Uhr mitternachts. Ich habe hier eine Flasche Mineralwasser, vielleicht geht das auch. Ja. Ich muss mal kurz exen. 12 Sekunden später. Bah. Ich hasse Sprudelwasser. Wow, jetzt ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. So, hier haben wir es ja alle. So, haben wir hier Flasche Sprudelwasser. So, Marmeladenglas als Ersatz. Miss
mit deinem Messbecher ca. 70 Milliliter Wasser ab. Das entspricht ungefähr 3 Becherchen. Und gib es zu dem Pulver. Oh Mann, Wasser, ja, habe ich gerade ausgetrunken. So, ich bin noch mal kurz weg. Dann morgen. So, hier muss ich jetzt erstmal das Pulver rein. Dann kann ich das Wetter holen. So, schneide auf, hieß es, und schütte den Inhalt in das Marmeladenglas. Hier. Okay, tun wir das. Eine Schere. Lasst euch bei diesem Experiment von euren Erwachsenen helfen. Hier. Nichts zu Hause selbst nachmachen. Hier, das ist hier fertig. Ich darf nicht mit der Haut in Kontakt treten. Muss ich jetzt mal aufpassen. Moment, 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 Moment. Ich hab da was. Hier. Handschuhchen. Plastikhandschuhchen. Einweghandschuhe. Die müssen natürlich auch dabei sein. Vorteil davon, wenn man ein Haustier hat, in meinem Fall ein Meerschweinchen. Hier, zack, Händchen. So. Wird abgeschnitten. Vorsichtig. Mit zur Seite hier. Weißes Pulver. Nein, ich habe keinen Hintergedanken. So, jetzt vorsichtig. Marmeladenglas. Ich hoffe, das reagiert nicht mit dem Schlückchen Sprudel noch dort unten. Moment, ich wasche es mal kurz aus. Irgendwann später. So. Jetzt den kompletten Inhalt reinschütten. Schütte den Inhalt in ein sauberes Marmeladenglas. Okay. Schütte mal den kompletten Inhalt hier rein. Schön aufpassen, dass nichts daneben geht. So, aus dieser Flasche kann man nie wieder trinken. Ups. Verschüttet. Passt schon. Hier, weißes Pulver in Flasche. Ja, das ist jetzt kein Pfand mehr. Darauf gibt es jetzt keinen Pfand mehr. Auf die Flasche. Ja, das muss ich dann nachher mal aufwischen hier. Kacke. Hat eine gefährliche Chemikalie verschüttet. Wunderbar. Das kommt in Gefahrgut. So, was hin? So, das ab. Jetzt kommt Wasser ran. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Hier, Nummer 1. Nummer 2.
Nummer 3. So. Ich hoffe, da steigen jetzt keine giftigen Dämpfe oder sowas drauf. Machen wir vorsichtshalber die Decke drauf. Oder versuche es zumindest. Und was hier mit der Lebensmittelfarbe passiert, weiß ich nicht. Müsste, glaube ich, auch noch da rein. Schnell mal auf, ist eine rote Lebensmittelfarbe. Kann ich mal dazu schütten? Ich schütze einfach mal. Schütze einfach mal random dazu. Oh, ein Wunder, es ist rot. So. Ich werde jetzt die Flasche hier mal über Nacht stehen lassen, die blutrote Flasche hier. Und so. Sehen wir mal weiter. So, hier mal Zwerge aus dem Schnitt. Ich habe das Ding mal über Nacht stehen lassen, so über 2 Nächte. Das ist jetzt 2 Tage später. Ich habe das Video schon vorproduziert, wie ihr bemerken könnt. Ja, ist immer noch genauso rot und genauso flüssig. Hat sich nichts geregt, außer dass ich ein bisschen was auf dem Boden abgesetzt hat hier. ja, und ich habe zwischendurch meinen Bierdeckel hier irgendwo reingeschmissen. Weil ich habe das irgendwie mal, habe mal in einer ruhigen Minute mal drüber gelesen und gesehen, man sollte da irgendwie mal einen Stein an einem Bleistift befestigen und dort mal irgendwie, da kann man, da setzt sich was dann an dem Stein ab, aber ich hatte keinen Stein, habe es dann mit einem Bierdeckel probiert. Ja, wie gesagt, ich bin nicht sonderlich ein guter Chemiker und hab's dann auch irgendwie aufgegeben. Hab ich mal in der Schule gemacht, daran kann ich mich dran erinnern. Das haben wir mal mit einer blauen Flüssigkeit gemacht. Werd's jetzt auch nicht fortführen, das Experiment. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen lustig, mir dabei zuzugucken. Ja, was anderes soll es auch nicht sein. Bin kein Chemie-Channel. Ja. Hab auch nie vor, einen aufzumachen. Ja. Gehabt euch wohl. Habt noch einen schönen Adventstag. Und man sieht sich morgen wieder. Ein Däumchen nach oben. Abo da lassen, falls ihr neu auf der Kanalseite seid. Ja, würde ich mich freuen. Ist eine nice Unterstützung. Ja. Was gibt's noch? Links ist hier noch ein Video von wem anders verlinkt. Einem nice Typen. Einem nice Let's Player, der hier noch verlinkt wird. Und rechts ein Video von mir. Da könnt ihr euch beide reinziehen. Hier in der Mitte ist ein, könnt ihr ein Abo da lassen. Und ja, dann bis denne. Und ciao, ciao. Macht's gut.